und auch schöner Brauch ist, möchte ich aber auch heute wieder eine Person mit der Wolfgang von Dalberg-Medaille ehren. Im vergangenen Jahr haben wir eine recht junge Person geehrt, Robin Wildner. In diesem Jahr gehen wir wieder etwas in die, es sei mir erlaubt zu sagen, etwas höheren Jahrgänge. Und ich bitte Alfred Stull zu mir nach vorne. Alfred Stoll kann auf eine ganze Litanei von ehrenamtlichem Engagement zurückblicken. Und ich werde es mal vorlesen, weil das ist so viel, das kann kein Mensch auswendig lernen. Er war vom 25.03.1968 bis 1969 Ortsbeigeordneter in Issingen. Vom 4.11.1964 schon bis zum 24.03.1976 Mitglied im Gemeinderat Essingen. Dann war er vom 1.04.1974 bis 1976 Mitglied im Verbandsgemeinderat, wo er dann die Interessen der Essinger vertreten hat. Von 1965 bis 1976 Mitglied bzw. stellvertretendes Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss, im Schulausschuss, im Waldausschuss, Landwirtschaftsausschuss, Bauausschuss und im Kultur- und Sozialausschuss. Von April 1974 bis Mai 1976 war er auch im Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Offenbach. Von 1969 bis 1976 Mitglied des Zweckverbandes für Wasserversorgung. Im Jahr 1970 hat er als Schöffer am Amtsgericht geholfen. Weiterhin war er seit 1949 bei der Freiwilligen Feuerwehr Essingen, übrigens ein Hallo an Herrn Berbian, örtlichen Wehrleiter, wo er von 1966 bis 1994 als Kommandant und Wehrführer aktiv war. In diesen Jahren, habe ich mir sagen lassen, fanden auch zahlreiche Schlachtfeste der Feuerwehr im Hof und im Anwesen der Familie Stoll statt. Ebenso war er von 1983 bis 2008 Vorsitzender der örtlichen Bauern- und Winzerschaft. Er leitete seit Beginn der Flurbereinigung in Essingen in den 80er Jahren die Aufbaugemeinschaft und konnte jetzt im letzten Jahr den fünften und damit letzten Abschnitt erfolgreich über die Bühne bringen. Seit 1.1.1962 ist er Mitglied im Radfahrverein und hat sich auch hier nicht gescheut, als Rechner von 1969 bis 1974 Verantwortung zu übernehmen. Ebenso im Männergesangverein war er seit 1950 aktiv. Im Jahr 1975 nahm er als zweiter Vorsitzender Verantwortung in die Hand. Und auch im Anschluss war er in beiden Ausschüssen aktiv und am Vereinsgeschehen beteiligt. In beiden Vereinen ist er mittlerweile verdienterweise als Ehrenmitglied ernannt worden. So, wer jetzt hier bei dem Vorlesen nicht aus der Puste kommt, ich weiß es nicht. Und ich denke, das ist es allemal wert, das mal der Bevölkerung kundzutun. So viel jahrelanges Engagement. Und ich denke, es waren auch bestimmt anstrengende Zeiten dabei, gerade mit Familie und eigenem landwirtschaftlichen Betrieb. Trotzdem, lieber Herr Stoll, haben Sie sich die Zeit genommen, für die Allgemeinheit und den Ort sich zu engagieren. Ich wünsche Ihnen im Namen der Bürgerschaft noch ganz viel Gesundheit, Zufriedenheit im Kreis Ihrer Familie und ich denke, das ist jetzt mal einen großen Applaus wert. Herr Stoll, ich glaube, Sie haben gemerkt, der lang anhaltende Applaus würdigt, was Sie gemacht haben, alles im Ort. Und ich hoffe, dass Sie uns noch lange bei guter Gesundheit erhalten bleiben. Ich darf Ihnen die Urkunde überreichen, in dem all diese Zahlen und Daten aufgeführt sind in Anerkennung Ihres langjährigen ehrenamtlichen Engagements. Dann werden alle Zahlen noch einmal aufgeführt. Wird Herrn Alfred Stoll die Wolfgang von Dalberg Ehrenmedaille der Gemeinde Essingen verliehen. Wir danken damit für die beispielhafte Mitwirkung in unserem Ort und wünschen noch viele Jahre in Gesundheit und Wohlergehen
Essingen, 14. Januar 2018. Vielen Dank. Also der Herr Stoll meint, es fehlt immer noch ein bisschen was. Es würden ihm noch ein paar Ehrenämter einfallen. Gut. Herzlichen Dank.